Hallo liebe Weinfreunde, willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Werner Vino. Heute, ja, Spätburgunder, Pinot. Wir haben es ja versprochen, wir haben es zwar nicht in der ersten Folge des Jahres geschafft, eine Flasche Pinot zu zeigen, aber das ist ja auch egal. Wir können das ja nachholen und heute ist mal wieder ein Weingut dran, wo wir erst, ich glaube, einmal was gebracht haben, aber das ist auf jeden Fall ein Weingut, was nennenswert ist, nämlich das Weingut Rudolf May. Bevor ich was zum Wein sage, Rudolf May, das Weingut befindet sich in Retzstadt, das ist nördlich von Würzburg. Er hat 1999 mit dem Weinbau angefangen, ist inzwischen ziemlich erfolgreich, hat 13 Hektar, ist also doch nicht so klein das Weingut und macht eigentlich sehr interessante Weine. Also habe ich jetzt schon öfters mal probiert und ich muss sagen, ist schon sehr interessant. Heute ein Spätburgunder von ihm, nämlich den Spätburgunder Wellenkalk 2012. Bei dem fehlt noch was. Da müsste hier nämlich so ein Adler inzwischen drauf sein, weil Rudolf May ist seit letztem Jahr besser gesagt im VDP. Ja, ist doch eigentlich auch mal eine Auszeichnung. Der Spätburgunder, ja, ich habe noch nicht probiert. Werden wir jetzt aber nachholen. Bin auch schon gespannt. Farbe, naja, sehr hell, erinnert mich jetzt an die Farbe, ja, an den typischen deutschen Spätburgunder. Das ist so ein typischer deutscher Spätburgunder, den ich mag, also auch so mit Himbeergeruch und so. Leichte Holznoten. Der kommt, glaube ich, nicht aus dem Barrique, sondern aus dem großen Holzfass. Kann man auch mal machen. Boah, ist der fein. Ist der lecker. Ich würde sagen, der ist noch sehr jung. 2012er Jahrgang ist ja klar. Der ist gerade frisch auf den Markt gekommen. Also, ja. Ist, glaube ich, aber auch schon, ich glaube, am Weingut ausverkauft. Jetzt weiß ich auch warum. Ich glaube, da muss ich mir noch was besorgen gehen. Ich habe da noch so eine Quelle in Würzburg, so einen Laden gefunden. Da kann man das noch kaufen. Übrigens, da gibt es auch Lammfleisch. Also, wäre übrigens auch ein ganz guter Begleiter dafür, glaube ich. Der ist echt schön. Jetzt, er geht richtig auf der Zunge. Hat so auf der Zunge ein leichtes Kirscharomen. Sauerkirscharomen. Gefällt mir. Ist nicht so heftig. Obwohl, der hat 13,5%. Also, so leicht ist der nicht. Aber der Alkohol, den merkt man jetzt überhaupt nicht. Boah, der gefällt mir. Da werde ich heute mit Sicherheit noch ein Gläschen trinken. Also könnte durchaus passieren, aber ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall hier wieder ein Tipp. Haben wir noch nicht oft gezeigt. Leider zu selten, aber auf jeden Fall eine Bereicherung für den Weinfreund und für Pinot-Trinker ist es eh richtig toll. Es ist auch ein bisschen spritzig, also er hat noch auch ein bisschen Säure auf der Zunge. Schlanker Spätburgunder, nicht so heftig, ein bisschen Holz, nicht übermäßig. Ich würde sagen,
2 Jahre noch in den Keller packen, dann habt ihr noch ein viel schöneres Erlebnis. Deswegen bekommt er jetzt auch nur 41 Punkte, weil ich bin mir sicher, in 2 Jahren geht er noch ein paar Punkte weiter hoch. Das sollten wir eigentlich mal schauen, dass wir da was einlagern und dann mal in 2 Jahren nochmal verkosten, weil er fast ein bisschen jung ist. Aber Potenzial auf jeden Fall da. Mit 41 Punkten ist er immerhin 42 Punkten. 42. Doch, 42. Das schmeckt mir. 42 Punkte. Und ja, erster Pinot des Jahres. Bis zur nächsten Folge. Bleibt uns gewogen. Schreibt ein bisschen was. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Servus. Baba. Ciao.